Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder ein kleines Case Opening und zwar öffnen wir einmal jede Kiste, was es bis jetzt so gibt. Und ja, es sind glaube ich 22 Stück. Nochmal 18, 6, 8, 6, 12, 18, 22, ja genau. Und ja, gibt es eigentlich nicht viel dazu zum sagen. Ich öffne sie halt random, so wie sie mir halt passen. Beziehungsweise fange ich mit den Kisten an, wo ich sage, jetzt sieht man halt die größte Scheiße raus. Zum Beispiel jetzt hier die, was ist das, Revolver? Sind die zwei roten, die ja nichts wert, wie ein Knife kann man halt bekommen, aber ist halt jetzt nichts wirklich Gutes dabei. Mal kurz gucken, ich will gleich als nächstes aufmachen. Shadow ist jetzt auch nicht so krass, finde ich. Die USPS ist halt ein Setup-Fan, um die 300 glaube ich. Aber ich glaube auch nicht, dass ich sie getten werde, weil es ist immer nur blau. Und jetzt habe ich hier zwei verfickte Pfeile. So. Das heißt jetzt zweimal blau. Nächste Kiste ist die Phoenix. Ich glaube, da war es einmal rot. Das habe ich kurz nicht hingeguckt. Aber es ist mal violett. Das Beste, was wir bis heute bekommen haben. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt irgendwas krasses ziehen werde, so Knife oder so ein Shit. Das wäre krass, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Bei mir ist das halt immer so, ich habe manchmal habe ich so wirklich an so Tagen das Gefühl, ey, ich glaube ich ziehe heute Knife oder so und dann hebe ich halt mal so 100 Kisten auf. Na, 100 ist es übertrieben, aber sag mal 50. Dann ist halt auch wirklich tatsächlich mal ein Knife dabei. Starten wir mit dieser hier. Das ist die CZ wahrscheinlich. Ja. Das sieht eigentlich auch übelst scheiße aus. Gut. Als nächstes nehmen wir die Breakout. Der Breakout Kiste habe ich mein erstes Knife gezogen. Part of the Night war das glaube ich ein Field Tested. Ist auch schon 2 Jahre her. Aber die Glocke hätte ich jetzt auch genommen. Besser als die SSG. Wobei ich finde die SSG schaut halt so nicht schlecht aus. Also mir gefällt die Skin irgendwie. Nur das hat mit losgehen. So was gebe ich mich nicht ab. Gut, dann nehmen wir die Winter Offensive. Eine Asimov wäre auch nett, da habe ich glaube ich gar keine mehr. Aber es ist die Kali Sandstorm. Gut, gut. Ich bin immer so unschlüssig, welche Kiste ich als nächstes aufmache, aber es ist im Prinzip eh scheißegal. Da war die Electric Hyphen Stat Track vorbei. Und dann kommt Blau. Nova Ghost Camo. Ja, läuft. Ist jetzt nur Blau und einmal Violett. Mac-10 ist ja auch ein Scheißdreck wert. Ja, dann machen wir gleich die letzte E-Sport Kiste auf. Und reiben mal. Vielleicht bringt das Glück. Egal, ich nehme alles da unten. Halt in die Boom vorbei und es ist eine Mac-7. Nice! Oder auch nicht. Vielleicht sollte ich noch eine Blind Edition einlegen. Ich hätte mir wohl den auch genommen. Ja, okay, die nächste wird Blinds. Na, welche ist es? Ich hole mal eins. So, Augen zu und aufhebeln. Vielleicht habe ich jetzt so mehr Glück.
Hört sich nicht so gut an. Ist auch nicht gut. Ja, machen wir mal diese hier. Ich reibe das Knife. Ich öffne. Reibe nochmal kurz. Und genieße. Ich genieße die P2000. Ich genieße sie noch immer, aber sieht FN oder MV aus. FN, ja. Diese Kiste habe ich nie so wirklich was Gutes gezogen. Vielleicht hier und da mal eine Ballistik oder... Also eine Basilisk oder eine Griffin, aber... Ne. Damals noch, als es noch keine... Käses gab, also vor... Weiß nicht, anderthalb Jahren. Habe ich die halt gerne geöffnet, aber... Nie wirklich was gezogen. Ich nehme auch diese AK. Ja, immerhin ist es mal... Purple. Ich glaube, ich muss mehr belieben. Sonst wird das hier echt nichts. Wir hätten halt mal eine 5-7 Case-Hardened, der Defend Full Blue. Und was auch eine SSG. Dann nehmen wir SPS, würde ich auch nehmen. Aber Blood Tiger ist nicht so schlecht. Kommt ein bisschen an. Aber ist nicht so. Was? Die hätte da einen Happen. Na egal, sie ist FN. Das ist mal kurz auch schon so wert ist. Na, 2,30. Fast der Key hier erinnern. Aber nur fast. Städte FN wären das glaube ich 10 Euro oder sowas. Wird jetzt Matthias letztens mal geunboxt. Gamma 2, die machen wir jetzt noch Chroma. Chroma 2 war früher meine Lieblingscase, aber die ist, seitdem die neuen Kiste raus sind, sind die Skins fast nichts mehr wert. Wobei die Neon Rail halt nie was wert, aber die ist verfließt. Sind zum Vergleich zu früher ein Dreck wert. Aber es sind ja viele Skins. Es gibt einfach schon zu viele Skins. Bei euch nehme von mir aus auch die Aug, ich schreibe mal die ganze Reihe unten, das Knife extra. Ich habe wieder zwei so fucking Pfeile, wieso habe ich die immer? Okay, heute läuft es gar nicht gut. Dreimal violett bis jetzt, nicht einmal pink. Bleib stehen. Dann save in. Ja, ist irgendwie, glaube ich. Viel ist das total gut. Sieht man halt nicht gut bei diesem Skin. Ja, dann bleiben mir nicht mehr viele Kisten über. Dann mache ich jetzt noch die Gamma nach der Reihe. Da war gerade die Western Travel. Dann die Glove und dann zum Schluss die Bravo. Ja, es ist halt Case Opening in CSGO. Man zieht hier nur Scheiße. Man kann reiben, was man will, man kann belieben, was man will. Es kommt nur Scheiße. Da sind jetzt glaube ich 7 Pink Skins vorbeigerattert, aber Mega wird es dann trotzdem. Aber ich kann mich halt noch immer safen mit Gloves zum Beispiel. W-Signal Gloves habe ich ja nicht mal. Oder die Cyrix hätte ich auch genommen. Das wäre mal ein Purple Skin, der sich ausgezahlt hat, Deadpool zum Beispiel. Ja, und dann sind wir auch schon bei der letzten Case angelangt.
Eine P90 Emerald Dragon, State FN, 2000 Dollar. Eine AKS Fire Serpent, State FN, 3000 Dollar, nicht 3500 Dollar. Oder ein Knife. Das wären jetzt so die drei schicken Sachen. Weil gar nicht will ich jetzt irgendwas in das Profit bringen. Und da kommt die Star Trek Emerald Dragon. Nein. Nein. Warum? Ficken. Hey, was soll die Scheiße? Hey, das wäre es jetzt gewesen. Und Stat-Defend. Das wäre jetzt der übelste Profit. Ich glaube, ich deinstalliere zuerst. Ja, egal. Ja gut. Ich glaube, ich... Wenn nicht, soll ich noch eine Bravo aufhebeln? Nee, lieber nicht. Ja gut, dann war es das auch mit dem Case-Opening. Ich verstehe nicht, warum ich hier immer so motherfucking zwei Pfeile habe. Sie sind einfach da. Jetzt sind sie wieder nicht da. Gut, einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Das bin aber da. Ich bin mad as fuck. Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.